Marc Walder, jetzt gibt es doch das Fitness- und Gesundheitsprogramm von Ringier, Fit and Health at Ringier. Das läuft seit Anfang Juli und ist gut gestartet. Sie waren von Anfang an begeistert von dem Programm und wollen es unterstützen. Wieso finden Sie es so toll? Gut, das entspricht ein bisschen meinem Lebensmotto, meiner Lebensphilosophie. Gesundheit, Fitness, Ernährung, Work-Life-Balance, das sind Themen, die mir wichtig sind. Ich glaube, es sind Themen, die an einem Unternehmen auch wichtig sein sollen. Wir sitzen hier im Fitnesscenter von Ringier. Es ist klein, aber fein, würde ich sagen. Da innen hat es früher das Bildarchiv gehabt, und heute nutzen wir das für viele sinnvollere Sache, weil alles andere ist ja digitalisiert. Also ich glaube, es entspricht einfach meinem Persönlichen, aber ich glaube, ich darf auch sagen, an der persönlichen Einstellung von Michael Ringier. Und darum habe ich das sofort unterstützt, wo Jutta Schilke mit dieser Idee gekommen ist. Aha. Und wie sieht die Unterstützung aus, die Sie da leisten dazu? Ja, grundsätzlich haben wir ein gewisses Budget natürlich zur Verfügung gestellt. Das braucht ja auch immer Geld, wobei Geld ist nicht das Zentrale. Ich glaube, das Zentrale ist, und das ist mein Wunsch an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie von sich aus das in Gang bringen. Also das ist nicht nur etwas, wo wir von oben sagen, da gibt es das und B und C und D als Programm, sondern dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von sich aus anfangen, die Initiativen ergreifen, sagen das gemeinsam joggen oder ein Stand-up-Paddling, wie man am letzten Sonntag gesehen hat. Ich bin fasziniert, 40 Leute haben dort mitgemacht, wunderbare Atmosphäre, wunderbarer Tag. Also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen auch mit Ideen kommen, sollen das mitmachen, sollen eine gewisse Dynamik geben, es soll Spass machen, es soll nicht streng sein. Die schneller joggen wollen, die können schneller joggen, die mehr wollen, in Ruhe wandern, die gehen wandern. Aber wie gesagt, es hat auch Ernährungsthemen drin und. Also ich glaube, es soll ein bisschen so die Kultur, die uns wichtig ist, transportieren. Tolle Sache. Jetzt haben Sie schon erwähnt, es gibt ganz verschiedene Bereiche. Es gibt die Fitnessgeschichten, die Sie erwähnt haben, wie eben das Fitnessstudio, Laufgruppen, Schwimmgruppen, wo die Mitarbeiter sich selber auch zusammenfinden. Dann gibt es auch das Thema Ernährung. Also bei einem Personalrestaurant stehen Früchte parat, die man sich bedienen darf. Es gibt auch Beratungen, also es wird Vorträge geben, zum Beispiel zum Thema Work-Life-Balance. Und dann noch der Bereich Gesundheit, wo man verschiedene Tests machen kann, wie zum Beispiel den Grippeimpfungstest, den es schon gibt, den Sehtest, und dann wird irgendwann der Lungencheck auch möglich sein und andere Sachen. Was finden Sie am wichtigsten, was da gemacht werden sollte von Seiten Unternehmen, aber auch von Seiten Mitarbeiter? Man muss immer aufpassen bei solchen Themen, dass man nicht so ein bisschen sektiererisch wird, oder? Dass man sagt, jetzt muss jeder seine 10 Kilometer laufen, oder es darf niemand mehr ein Glas essen in der Pause, oder nur noch Cola Light trinken, oder am besten nur noch Mineralwasser. Und jeder muss Grippeimpfung machen, weil das ganz wichtig ist. Ich glaube, das Wichtigste ist, um Ihre Frage zu beantworten, dass alle für sich selber eine gewisse Inspiration finden, dass jeder für sich selber das rauspickt, was ihm wichtig ist, dass wir aber eine breite Palette anbieten, wie gesagt, von Ernährung über gewisse Wissensthemen, Gesundheit, Gesundheitschecks, Aktivsport, dass jeder sich das rauspickt und dass er vielleicht die anderen ein bisschen ansteckt damit, vielleicht ein bisschen kann begeistern dafür. Ich glaube, das ist die Aufgabe von uns, die das Programm initiiert. Und es ist irgendwo auch die Aufgabe von uns allen, dass man Fans findet, die das ebenfalls mittragen. Ich werde selber sicherlich das mitmachen, ohne, wie gesagt, ohne verbissen zu sein. Man fragt mich immer, ich sage ja jeden Morgen am 6 oder Viertel ab 6 da unten im Fitnesscenter am Trainieren, und man hat dann immer das Gefühl, ja, das muss ja ganz ein brutal ehrgeiziger Typ sein, der da unten jeden Morgen am Viertel ab 6, wenn es draußen noch dunkel ist, im Fitness ist. Und das ist überhaupt nicht, das ist eine ganz lockere Angelegenheit. Ich treffe da immer etwa die gleiche Gruppe und es macht Spass. Man ist nachher happy, wenn man arbeiten. Und so soll das sein. Also es soll nicht verbissen sein, es soll locker sein, aber das Unternehmen soll das irgendwo die Plattformen bieten, dass man auf den verschiedenen Ebenen, die sie jetzt aufgezählt hat, sich kann weiterbilden, sich betätigen, aktiv und so weiter. Man kann die Familie vielleicht sogar mit einbeziehen, was weiß ich. Also ich glaube, es soll das ein bisschen ausdrücken. Und das ist irgendwo auch ein bisschen Sinnbild für Ringier, wo sich in den letzten Jahren stark verändert hat, wo stolz darauf ist, dass man viele junge und jung gebliebene Mitarbeiter haben, die stolz darauf ist, dass wir viele Frauen in Führungspositionen haben, dass wir innovative Geschäftsmodelle haben, dass wir uns vorwärts bewegen. Das gehört ein bisschen in die Ringier-Kultur, so wie es die Familie Ringier und ich auch interpretieren. Also Sport, Fitness, Gesundheit hat einen höheren Stellenwert in Ihrem Leben. Wenn Sie in Zürich sind, dann haben Sie das Fitnessstudio und sicher auch andere Möglichkeiten. Wie machen Sie denn das, wenn Sie unterwegs sind? Können Sie dann auch auf die Fitness schauen? Ja, ich wähle die Hotels nicht nach der Größe der Zimmer aus, sondern nach der Größe des Fitnesscenter. Nein, im Ernst. Es braucht ja so wenig, wenn wir ehrlich sind. Also, wenn man unterwegs ist, braucht man eigentlich... Also ich brauche ein paar Turnschuhe, eine Hose zum Joggen und ein T-Shirt, und dann ist man unterwegs und kann eine halbe Stunde entweder am Morgen oder vor dem Abendessen oder in einer Pause ein bisschen joggen. Beispielsweise, das mache ich jetzt gerne. Ich kann aber auch gerne eine Mountainbike-Tour machen am Wochenende. Unter der Woche fehlt da ein bisschen Zeit. Tennis spielen tue ich praktisch nicht mehr. Das habe ich genug gemacht früher. Ja, also ganz unkompliziert. Ich glaube, es soll jeder so machen, wie er den plauscht. Ich sehe auch da innen im Fitnesscenter die verschiedenen Gewohnheiten. Gewisse sind immer auf dem Laufband, gewisse machen zuerst Laufband, dann gehen sie an die Geräte, gewisse machen vor allem Yoga. Jeder soll das machen, was ihm gut tut und wo er sich wohlfühlt. Ich möchte ein kleines Geschichtchen erzählen. Ich war kürzlich in New York und dort habe ich gesehen, wie bei der Huffington Post ein grosser Getränkekühl, so ein Kühl, wie es die Amerikaner haben, ist. Und ich habe eigentlich gedacht, da drin hat es die normalen Coca-Colas und Sprites und so weiter. Und da drin hat es nur wirklich coole, gesunde so, Fruchtsäfte und so weiter drin gehabt. Und ich habe dann gefragt, was das kostet, weil es nie eine Kasse hatte. Und die haben gesagt, das ist für ihre Mitarbeiter ist das gratis, aber es gibt keine Coca-Cola, also die gross zuckerten Sachen zum Beispiel nicht, sondern es gibt eine ganze grosse Auswahl von verschiedenen Fruchtgetränken. Das habe ich ein gutes Symbol gefunden, wie jetzt zum Beispiel die Huffington Post das macht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schätzen das sehr. Die können sich also gratis dort bedienen. Aber es gibt einfach eine gewisse Auswahl von Sachen, die übrigens wunderbare Fruchtsäfte waren, aber sind halt ein bisschen gesünder als das normale Coca-Cola. Wobei nichts gegen Coca-Cola zwischendrin. Jetzt gibt es ja auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit dem ganzen Fitness nicht etwas anfangen können und vielleicht auch nicht unbedingt Lust haben, sich da immer auf eine gesunde Ernährung zu stürzen. Was halten Sie da davon? Ja, nochmal, ich bin überhaupt nicht sektierisch oder irgendwie radikal unterwegs. Ich glaube, das soll jeder für sich wissen, was ihm gut tut. Wir bieten eine Palette an, die Sinn macht, und die sich von dem inspirieren lassen, wunderbar. Die haben einen gewissen Mehrwert davon. Das ist vielleicht ein Angebot, das nicht jedes Unternehmen bietet. Auf das, glaube ich, dürfen wir stolz sein. Wenn es jemand mal ausprobiert, umso besser. Wenn Leute regelmäßig dabei sind, noch besser. Und wer mit dem nicht viel anfangen kann, das ist auch nicht so schlimm. Motivieren würde ich aber jeden versuchen, das zu essen, was ihm schmeckt. Und wenn das Gleiche auch noch ein bisschen gesund ist, umso besser. Das ist doch ein Schlusswort. Merci vielmals. Danke vielmals. Wir wünschen Ihnen einen gesunden Sommer. Dankeschön, wünsche ich Ihnen auch. Danke.